Soundfile. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von The Soundfile aus Moritz Heimstudio. Hallo Moritz. Und hallo. Aus Igels Büropalast, wo es ganz furchtbar chaotisch ausschaut im Hintergrund. Also lasst euch nicht dran stören, jetzt kommt mein wahres Ich zum Vorschein. Und ja, wir haben mal wieder ein etwas ungewöhnliches Video, ein Video zu zweit, wo auch der Moritz mit drin ist, was ich sehr begrüße. Ein Video ohne unser tolles Studio. Es wird wieder kommen, versprochen. Aber wir hatten eben das Problem, vor dem letzten Videodreh habe ich einen positiven Corona-Test gemacht. Und deswegen konnten wir eine Staffel nicht so schnell drehen, wie wir es gewollt haben. Und haben uns jetzt einfach eine Online-Kollaboration überlegt, um euch trotzdem mit vielleicht sogar frischerem als sonst Content versorgen zu können. Und der Content in diesem Video ist ein sehr spezieller Content. Ich war nämlich kurz vor meiner Corona-Erkrankung unterwegs und ich war in der Schweiz und ich bringe euch jetzt einen Reisebericht quasi. Und zwar war ich bei meinem lieben Freund und Kollegen und Lautsprecher-Lieferanten Jürgen Strauß in Bern, der ja die ganz, ganz tollen Strauß-Lautsprecher hinter mir, nee, doch nicht, aber im Studio hinter mir baut. Also wie gesagt, Mastering-Monitore der höchsten Qualitätsklasse. Und wenn man aber Strauß kennt, der ist ja jemand, also die Monitore von Strauß zeichnen sich dadurch aus, dass sie wirklich ohne doppelten Boden gebaut sind, sondern wirklich aufgrund ihrer elektromechanischen Parameter funktionieren. Das heißt, er sagt zum Beispiel, naja, wenn ich Bässe brauche, dann brauche ich halt ein großes Gehäuse und dann brauche ich halt eine große Box und nicht irgendeine kleine Box mit irgendeinem DSP, weil das immer irgendwelche unerwünschten Nebenwirkungen und so weiter. Und er ist eben auch neben Boxenbauern ein ganz herausragender Akustiker, hat auch einen Lehrauftrag an der Uni in Zürich über Akustik, beschäftigt sich ganz viel mit Akustik im geschichtlichen Kontext auch zum Beispiel, also mit der Entwicklung von der Akustik von Konzertsälen und wie das in die Kompositionen ein. All solche Dinge macht Jürgen Strauß und er hat ein ganz interessantes neues Projekt in Bern und das ist das Music Lab. SE Music Lab gibt es auch eine Homepage, blenden wir euch ein. Da hat er wirklich ein paar Investoren zusammengesucht, um wirklich ja ein akustisches Neuland zu betreten. Also es sind eigentlich, es ist eine angemietete Fabrikhalle und es sind zwei Räume darin entstanden. Und zwar eben zum einen ein Aufnahmeraum, den er, der ist irgendwie 5 Meter hoch, hat keine einzige parallele Wand und hat lauter Fächer unten, etwas größere Absorberfächer, die man zumachen kann. Und oben Bassfallen, die man auch zumachen kann und Vorhänge, die man auf- und zumachen kann. Und im Ergebnis kann man die Nachhallzeit auf mechanischem Wege zwischen 0,5 und 2 Sekunden regeln von dem Ding. Also völlig abgefahren. Man hat einen Raum, man kann das Surround-Aufnahme machen, man kann alles Mögliche machen und kann einfach frequenzabhängig die Nachhallzeit regeln, mechanisch von dem Raum. Völlig beeindruckend. Und Nochmal kurz die Werte. Die Nachhallzeit, in welchem Bereich kann man sie regeln? Zwischen 0,5 und 2 Sekunden. Respekt. Ja, Respekt, genau. Und der zweite Raum, den er gebaut hat, ist noch abgefahrener überhaupt. Und zwar hat er wirklich versucht, den ruhigsten Raum, um eben auch immersive Formate realisieren zu können. Und ruhig bedeutet, er hat es zusammen mit der Universität in Zürich in diesem Raum erstmal den kompletten Raum als auch eine bautechnisch Weltpremiere, die erste robotergefertigte Lehmwand der Welt. Also sie haben wirklich einen Industrieroboter da reingestellt und der hat eine Lehmwand gebaut aus lauter so Zylindern, die ineinander gedrückt, computergesteuert berechnet. Es ist nur Lehm so geformt, dass das Ding nicht zusammenfällt. Also es gab schon mal ein Experiment, woanders ist dann eingekracht irgendwie. Und diese Lehmwand hatte, ich glaube, 100 Tonnen Gewicht, als es fertig war.
feucht. Als er dann abgetrocknet war, waren es noch 60 Tonnen. Und innerhalb von dieser Lehmwand ist dann ein holzvertäfeltes Rondell mit 40 Tonnen Holz. Also insgesamt hat diese ganze Konstruktion wieder 100 Tonnen Gewicht. Kann man dann reinlaufen mit einer Riesentür. Ist wirklich beeindruckend. Ist völlig abgefahren. Man kann da reinlaufen. Er hat dann überall in die Wände integriert Strauß Linienquellen, also nicht seine Strauß Mastery Monitore, wie wir sie haben. Die kann man da natürlich hören, aber er sagt, und das ist natürlich auch für euch vielleicht so ein bisschen interessant, er sagt halt als Akustiker, ja, wir haben da, der Raum ist, ich glaube, 10 Meter im Durchmesser und 5 Meter hoch. Und er sagt, wir haben 4 Meter Abhörabstand zu den einzelnen Lautsprechern und da funktioniert eine Punktquelle nicht mehr. Punktschallquelle geht da nicht, das ist zu viel Abstand. Die geht bis 3 Meter oder so. Und deswegen sind das alles Linienquellen, auch von ihm entworfene Linienschallquellen. Der Raum ist auf jeden Fall unglaublich, wenn man da reinkommt. Er hat einen Eigengeräuschpegel von unter 20 dBA. Also man hört wirklich nichts. Stille. Und er hat eine gleichmäßige Nachhallzeit von 0,3 Sekunden bis unter 20 Hertz. Noch Fragen, Herr Hillmeier? Also 0,3 Sekunden bei 20. Im Moment nicht. Nee. 0,3 Sekunden bei 20 Hertz ist halt wirklich Wahnsinn. Und er hat da, wie gesagt, an der Decke und außenrum lauter Strauß Linienschallquellen und wir haben verschiedenstes Material dort hören dürfen. Ich war da eben mit Matt Core von Loft Sound Studios, der war da, weil der sich für Monitore interessiert und wir haben ihn da eingeladen und Harald Wittig von Professional Audio war dabei und wir haben uns da ein paar Sachen vorführen lassen und das war echt beeindruckend. Ich habe auch Immersive Audio so wirklich noch nie gehört, vor allem die Aufnahme, die sein Tonmeister da selber gemacht hat. Einerseits haben die wirklich eine Surround 5.1 Surround-Aufnahme gemacht in ihrem Aufnahmeraum mit einer Jazzband, die Take 5 gespielt hat, mit unterschiedlichen Nachhallzeiten. War echt, echt abgefahren, nur den Raum verändert. In Surround. Und dann haben sie auch in der Fabrikhalle selber, da ist ja das ganze Ding, steht ja in der Fabrikhalle drin, haben die Aufnahmen gemacht mit Saxophonen und Kontrabässen, Saxophonen und Kontrabässen in verschiedenen Mikrofonanordnungen in diesem Raum drin und haben das eben dann in Surround in diesem Music Lab Abhörraum. Ich habe sowas noch nie gehört. Sowas Abgefahrenes. Und wie gesagt, die Linienquellen, die gehen bis 20 Hertz runter. Da gibt es noch Subwoofer, die machen den Bereich bis 15. Die waren noch gar nicht an. Dann haben wir noch so ein paar Dolby-Sachen gehört. Und was ich aber ganz interessant fand, also ich habe da wirklich erfahren, was Immersive Audio kann, wenn man es wirklich auf die Spitze treibt. Und es ist, wie gesagt, ja eben auch zur Evaluierung von technischen Möglichkeiten, also wirklich als wissenschaftliches Labor gedacht, die ganze Geschichte. Super interessant. Was ich aber auch interessant fand, war, wie für mich eine aktuelle Produktion, die ich auch mal als Referenz bei mir so ein bisschen laufen lasse. Und zwar, auch wir haben darüber schon mal gesprochen, Mo, weil die ja die Monitore von PSI Audio benutzen. Yellow. Und zwar die neue Platte von Yellow, wie heißt sie? Point. Point. Yellow Point, genau. Von MSM Studios in München in Surround gemastert. Und ich kannte nur die Stereo-Version, die natürlich super ist, ganz, ganz klar. Klasse. Jetzt in den Amazing Sound Studios übrigens noch besser denn je, weil wir nämlich auch neue Bassabsorber in unsere Studios gebaut haben. Ich habe nämlich auch meist, ja, ich habe alles neu gemacht. Bassabsorber ist grandios, ist echt der Hammer. Ist echt 20% besser und zwar überall. Wirklich klasse. Und dann habe ich natürlich gleich Corona gekriegt, damit ich es nicht mehr genießen kann. Das ist klar. Ja. Aber ich habe die Yellow gekannt oder ich kenne sie als Stereo und finde sie herausragend. Und ich habe sie da in Surround gehört und muss tatsächlich sagen, ja, beeindruckend. Wirklich beeindruckend und wirklich witzig, aber ich brauche es nicht. Ich finde für mich geschmacklich am Ende des Tages die Stereo-Version schöner. Und zwar, okay. Ja, tatsächlich. Es war beeindruckend, es war toll, es war cool,
Aber ich muss sagen, es ist das, was ich mal in unserem Surround-Hass-Video gesagt habe, dass mir fällt die Musik so ein bisschen auseinander. Es sind so einfach so Effekte drin, die ich sage, die Musik braucht die nicht. Und ich fahre ein paar Sachen an der Stereo-Version einfach kompakter, musikalisch eigentlich schlüssiger. So. Da waren so ein paar Sachen, wo jetzt irgendwie ein Keyboard irgendwie von hinten rechts kommt, damit es von hinten rechts kommt. Kein anderer Grund. Aber das nur so nebenbei als Storytelling. Ihr könnt da vielleicht auch anrufen. Der Herr Strauß ist ein sehr, sehr netter Mensch. Und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit auch für normalsterbliche Menschen, das zu erleben, weil das muss man erleben, dass man wirklich mal sieht, wie es geht, wenn man Raumakustik echt konsequent richtig macht. Also ich meine, wer baut sich einen Raum mit 100 Tonnen Gewicht da rein? Das ist schon Knaller irgendwie. Ja, in diesem Es ist Sinne. jetzt nichts fürs heimische Wohnzimmer. Nee, 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 nee. Nicht wirklich. Da stellt sich natürlich auch eine Frage, das ist ganz genau das, was wir uns auch die Frage gestellt haben. So Immersive Audio in diesem Rahmen ist Wahnsinn. Das ist unglaublich. Wir haben auch so ein paar Dolby Atmos Demo-Tracks da drin gehört. Mo, da fällst du vom Glauben ab. Also das ist einfach so, da sitzt du wirklich drin und sagst so, okay. Die Frage ist aber wirklich, wie viel oder welche Möglichkeiten haben wir denn in einem normalen Wohnzimmer mit vertretbarem Aufwand da annähernd ranzukommen an so ein Erlebnis? So, da vielleicht auch an euch Anregungen, schreibt mal in die Kommentare, wie eure Erfahrungen da sind. Wie gut geht es denn? Ich habe Ja, ja würde auch mich auch schon in interessieren. unserem Dolby Atmos Video, bin ja auch mal in Hi-Fi-Laden gegangen und habe mir so Sachen angehört. Das war schon auch alles gut. Aber es war natürlich ein Abklatsch von dem, was ich da erleben durfte. Also auch, vielleicht ist auch mal Zeit für eine Danksage an Jürgen Strauß. Jürgen, vielen Dank. War klasse. Genau. Ja, in diesem Sinne, schreibt uns eure Erfahrungen. Wenn jemand mal in die Schweiz kommt, kann ihr mal gucken, kann ihr mal versuchen zu Musical.ly Kontakt aufzunehmen, lohnt sich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu. Tschüss.